Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor einigen Jahrzehnten inzwischen feierten die Benediktiner ihr großes Jubiläum. Und ich hatte die Gelegenheit, an dieser Konferenz in Massachusetts teilzunehmen. Einer der Hauptsprecher war mein verehrter Lehrer und über Jahrzehnte spiritueller Freund Raimond Panikkar. Und er legte die Einheitserfahrung der Mystik, die Liebeserfahrung, die dem allen zugrunde liegt, da über mehrere Tage und wurde dann vom Publikum gefragt, ja, aber wie kann man das jetzt weitergeben? Wie geht das weiter? Panikkar. By infection. Durch Ansteckung. Lassen Sie sich anstecken. Als Kommentar zu dem. Lassen Sie sich anstecken vom Leben und von der Liebe. Auch wenn es schmerzt. Und über die verschiedenen Aspekte auch dieses Schmerzes werden wir sprechen. Im Wintersemester 1827-28, Berlin. Wilhelm von Humboldt hat die Universität neu gegründet, die heutige Humboldt-Universität, damals die Berliner Universität. Und es findet eine Vorlesung statt von einem damals sehr berühmten Geographen, Karl Ritter. Im Umfeld Alexander von Humboldts, im Umfeld des Theologen Friedrich Schleiermacher, im Umfeld des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der wenige Türen weiter seine Ästhetik las. Ritter, der Geograph, inspiriert gerade auch von Humboldt, Alexander, dem Naturforscher, spricht über die Einheit der Natur, über die Abhängigkeit aller Erscheinungen, ganz besonders der Abhängigkeit menschlicher Kultur, menschlicher Gesellschaften von den Naturphänomenen. Er spricht über die Wechselwirkungen aller Phänomene und von der Erde als Lebewesen. Das ist also nichts Neues. Er plädiert für ein organisches Begreifen der Welt. Und wir spüren hier die Verbindungen, die von dort, von Humboldt und dann auch von Ritter gezogen wurden, zu den Transzendentalisten in Neuengland, Henry David Thoreau oder John Muir, die dann die ersten Nationalparks in den USA gründeten. Und natürlich ist der Kontakt zu Goethe die ganze Zeit da gewesen. Zwei der interessiertesten jungen Hörer dieser Vorlesung des Geographen waren Fanny und Felix Mendelssohn. Fasziniert von diesem Gedanken der Einheit, so dass Felix Mendelssohn Bartholdy äußerte, man müsse doch auch organisch komponieren können. Der späte Beethoven in seinen späten Streichquartetten lasse diesen Charakter erkennen, jenseits von abgrenzenden Formen das Verfließen der Gestaltungen des Klanges als ein Abbild der Einheit der Natur. Nachhaltigkeit, Ökologie als Erleben, Miterleben in der Natur durch Humboldt, ein Mitgestalten durch die Musik. Wir werden sehen im Laufe des Vortrags, wenn die Zeit reicht, dass dieser Gedanke und diese Intuition noch viel weiter zurückreicht, auch in der europäischen Kultur, keineswegs also nur in der indischen. Und auf die kommen wir sicher noch zu sprechen. Sarvam Sarvatmakam, alles ist mit allem verbunden, ist einer der Grundsätze indischer Philosophie, lange schon bevor der Buddhismus auftrat. Ich lese im SZ-Magazin vom 12.06.2020 ein Interview mit der amerikanischen Schriftstellerin Siri Hustvedt unter dem Titel Ein Virus ist ein biologischer Zombie, wo sie äußert, Zitat, Siri, es ist unsere Interaktion mit anderen, die uns dazu befähigt, uns wahrzunehmen,
als ob wir andere wären. Von uns als selbst zu denken. Ich wiederhole. Der Satz hat es in sich und hat eigentlich schon unser gesamtes Thema in wenigen dichten Worten zum Inhalt. Noch einmal. Es ist unsere Interaktion mit anderen, die uns dazu befähigt, uns wahrzunehmen, als ob wir andere wären. Von uns als selbst zu denken. Oder in anderen Worten erst gedrückt, Selbstbewusstsein ist nur möglich durch die Bewusstsein vom jeweils anderen. Wir können das vielleicht bezeichnen als identifizierende Empathie. Und das klassische Beispiel aus der europäischen Kultur für eine solche identifizierende oder identifikatorische Empathie steht im Neuen Testament bei Matthäus im 25. Kapitel. Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und ähnliche Aussagen finden sich in der Geschichte überall. Was bedeutet das? Ist das ein moralischer Appell? Oder ist das eine spirituelle Erfahrung, aus der dann das Handeln kommt? Im 18., 19. Jahrhundert tauchte die Frage auf, im Kontext der Aufklärung, wie kann denn eine Ethik der Mitmenschlichkeit, sagen wir der Liebe, begründet werden, ohne dass sie auf göttliches Gebot begründet wird, denn man kann sehen, göttliches Gebot wird verschieden ausgelegt und führt eher zu Streit und Kampf als zu Liebe, wie wir aus der Geschichte wissen. Kant fragt, wie lässt sich eine solche Maxime, ein Grundsatz allen Handelns, vernünftig begründen? Und er sagt, die Vernunft lehrt uns, ich mache es jetzt ganz kurz, dass wir aufeinander angewiesen sind und dass das, was man mir tue, ich dem anderen auch tun soll oder umgekehrt, was ich nicht wünsche, was man mir nicht tue, ich auch nicht dulden möchte. Schopenhauer, der große Philosoph, der sich dann mit dem Buddhismus beschäftigt hat und seine Philosophie geradezu auf buddhistische und upanishadische, also hinduistische Grundlagen gründet, widerspricht Kant und sagt, in dieser rationalen Weise kommen wir nicht viel weiter. Durch Gebote oder durch Einsichten wird der Mensch nicht zu einem Handeln befähigt oder angeregt, was über seine egozentrischen Motive, die Abgrenzungen, den Hass, die Gewalt hinausgeht. Sondern es muss eine tiefe Erfahrung sein, die den Menschen umkrempelt. Und bitte, wir müssen nicht Schopenhauer zitieren, wir alle haben diese Erfahrung aus unserem Leben. Die tiefen Erfahrungen, die uns emotional aufs Tiefste umwühlen, die verändern hoffentlich und in bestimmten Kontexten unser Handeln. Schopenhauer sagt, es ist die tiefe Einsicht, die Intuition, sagt er, dass der andere Mensch nicht wirklich völlig anders ist, sondern dass wir in einem Netz verbunden sind, in einer Einheit, eben so wie es die indische Philosophie ausdeutet. In einer Einheit des Seins. Ich gebrauche für diese Erfahrung, die viele von Ihnen sicherlich hier und da zumindest ansatzweise gemacht haben, denn genau das ist der Inhalt der Erfahrung, die wir in den Meditationstraditionen haben, die wir im Zen gewinnen und anstreben. Diese Einheitserfahrung hinter der Vielfalt und Zerrissenheit der Erscheinungen der Welt. Ich drücke es gerne so aus. Es ist wie mit einem Pilz. Die Pilze erscheinen uns, und das ist ein Beispiel, was ich seit Jahrzehnten für meine Studierenden immer dann parat habe, weil ich selber schon als kleiner Bub begeisterter Pilzesammler war. Also mit anderen Worten, ich verstehe was davon. Der Pilz ist so verschieden in der Oberfläche. Der eine ist klein, der eine ist groß, der eine ist angefressen, der eine ist ganz frisch, der eine ist schon ein bisschen verfault, der andere duftet noch. Und wir sehen, ich
schneide jetzt diesen Pilz, den nicht und dies und das. Jeder, der aber ein wenig pilzkundig ist, ein Mykologe also, weiß, das sind ja nur die Fruchtkörper. Der Pilz ist unter der Erde. Der Pilz ist ein, wie man wissenschaftlich sagt, ein Myzel. Das heißt, es ist ein Netz von Adern, von miteinander verbundenen Kraftströmen, die dann in ihrer Einheit dafür sorgen, dass dieser und jener individuelle Pilz hervorkommt. Und das ist eigentlich bereits das Ganze, die ganze Antwort auf unser Thema. Liebe ist nicht nur ein Gefühl, drückt sich auch hoffentlich im Gefühl aus, denn die Gefühle gehören zu unserem ganzen mentalen Apparat. Liebe ist auch nicht nur eine Idee, eine Maxime, nach der wir vielleicht handeln sollen oder die wir anstreben können, sondern Liebe ist die Grundstruktur der Wirklichkeit. Wir können sie in der Sprache der Physik und der mathematisierten Physik beschreiben. Wir können sie in der Sprache der Musik beschreiben und der Obertonreihen, die miteinander korrespondieren, und der Farben und was weiß ich, aller Erscheinungen. Liebe ist das Netz, die Verbundenheit von allem. Ich könnte Ihnen dafür viele Beispiele noch geben und möchte auch einiges davon tatsächlich Ihnen noch nennen. Aristoteles ist es gewesen, der in seiner Poetik, die lesen wir meistens nicht oder nehmen sie nicht zur Kenntnis, sondern mehr theoretische Schriften, der in seiner Poetik sagt, es ist die Aufgabe des Theaters, besonders der Komödie, zu zeigen, dass die Figuren, die dort dargestellt werden, die Typen, die auf der Bühne erscheinen, die Energien in dir selbst sind. Und diese Spiegelung, wie er das auch nennt, hat die Aufgabe, kathartisch, das heißt reinigend auf uns zu wirken. Ich erkenne mich sozusagen in dem anderen, der ich selbst bin. Ja, das ist eine Inszenierung, eine Ritualisierung, ritualisiertes Theater dessen, was ich vorhin von Siri Hastvedt zitierte. Komödie bedeutet in der griechischen Antike etwas anderes als heute. Es ist nicht einfach ein Spaß, sondern die Komödie im Unterschied zur Tragödie bezieht sich auf die ganz konkreten politischen Situationen der Gegenwart. Es ist mehr sowas wie Kabarett bei uns heute. Es kommt auf an, alle diese verschiedenen Erscheinungen, auch die verzerrten Charaktere, die wir sowohl auf der politischen Bühne als auch auf der Theaterbühne natürlich kennenlernen, als Spiegelbilder unserer eigenen psychischen Kräfte zu begreifen, zu sehen, was passiert, wenn etwas passiert, und daran zu reifen. Diese Idee oder diese Erfahrung, möchte ich sagen, die Aristoteles dort aus der Kunst, in seiner Ästhetik ausdrückt, ist in einem wunderbaren Gleichnis ausgedrückt worden, das Sie vermutlich alle kennen. Es steht wieder im Neuen Testament bei Johannes, Kapitel 15. Es ist das Gleichnis vom Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und ich habe es Ihnen mitgebracht, um es nochmal vorzulesen, weil solche Texte ihre eigene Kraft haben. Ich bin der rechte Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Jesus sagt das. Eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Jetzt überschlage ich etwas. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Dieses wunderbare Bild vom Weinstock, den Reben,
dem Saft, der vom Weinstock durch die Reben fließt, ist ein Bild für die ganze Wirklichkeit. Durch uns hindurch fließt das Leben. Und dies zu erkennen und dem mitzugehen, das ist Liebe. Liebe ist nicht beschränkt, ich wiederhole, auf meine gefühlsmäßige Reaktion gegenüber einem Menschen, den ich jetzt emotional sehr gewogen bin und vielleicht begehre. Das ist Begehren. Begehren ist eine wunderbare Geschichte und das brauchen wir, sonst wären wir gar nicht hier. Aber Liebe ist etwas, was unabhängig ist. Vielleicht nicht unabhängig, aber darüber hinausgeht, ob wir etwas begehren oder nicht. Ob es uns angenehm ist oder nicht. Liebe ist das fundamentale Verbundensein aller Erscheinungen. Schauen Sie, ich werde dieses Beispiel vielleicht dann noch bringen. Wir sitzen jetzt alle in diesem Raum und wenn auch mit einem etwas künstlich erzeugten Abstand, wir atmen alle dieselbe Luft. Nein, mehr noch. Wir atmen die Luft ein, die unsere Nachbarin, unser Nachbar gerade ausgeatmet hat. Und sie oder er atmet die Luft ein, die ich gerade ausgeatmet habe. Und wir sind verbunden mit den Pflanzen da draußen und mit den Tieren und alle atmen die eine Luft. Unser ganz wesentlicher Lebensvorgang, der jetzt vielleicht auch durch dieses virale Intermezzo wieder zum Bewusstsein gekommen ist und vielleicht uns ja auch ein bisschen in die Praxis der Achtsamkeit auf den Atem führt. Dieses fundamentale Geschehen des Atems verbindet uns mit allem. Ob wir wollen oder nicht, unabhängig von jeder Sympathie, die größten Feinde, die sich am Konferenztisch miteinander streiten, nicht nur in der Politik, auch in der Universität und sonst wo, atmen die Luft ein, die der andere ausgeatmet hat und umgekehrt. Das ist der intimste Austausch, den wir uns vorstellen können. Es ist intimer als die Sexualität, denn die können wir einigermaßen steuern, abstellen oder nicht. Hier im Atem können wir nicht überleben, wenn wir uns dem anderen verschließen, der vielleicht auf irgendeiner anderen Ebene unser Gegner ist. Deshalb hat tibetische Meditationspraxis diese Übung, die Tonglen-Übung, geradezu zu einem zentralen Aspekt der gesamten Übungspraxis gemacht. Leben lebt von Leben. Und es ist bei unserem Stoffwechselkreislauf ähnlich, aber nicht so fundamental direkt anschaulich wie vielleicht beim Atmen. Diese Identität, letzte Identität allen Lebens, natürlich reden wir dann auch von der Wechselseitigkeit der Erscheinungen und wollen jetzt nicht in die philosophische Differenz gehen, was der Unterschied zwischen Wechselseitigkeit und Identität ist. Aber dieser ganz enge Zusammenhang aller Erscheinungen, das ist etwas, was spirituelle Traditionen versuchen bewusst zu machen. Und durch diese Bewusstwerdung, die ja eine Erfahrung ist, für manche Menschen zunächst auch eine erschreckende Erfahrung, vielleicht ist Ihnen das jetzt gar nicht angenehm, mit einem Menschen so zu atmen, wie ich es beschrieben habe, der Ihnen vielleicht unsympathisch ist. Sie können aber nicht anders, als sich darauf einlassen. Sonst müssen Sie den Atem anhalten und Sie sterben. Und der andere ganz genauso. Diese fundamentale Erfahrung des Lebens, wenn man sie wirklich auf sich wenn man sich darauf einlässt oder wenn man sie auf sich zukommen lässt, in sich hineinlässt, verändert unsere Haltung und unsere Einstellung. Normalerweise ist es oft so, dass wir erst dann lernen, wenn die Luft knapp wird, wenn wir bedroht sind. Ja, ganz konkret in einer Atemnotsituation. Dann wird uns bewusst, wie sehr wir abhängig sind. Und im alltäglichen Leben glauben wir, unabhängig zu sein. Ja, unsere Autonomie ist uns so wichtig, dass es geradezu höher geht als jede Vernunft. Wir sind keine autonomen Lebewesen. Wir sind ein enger Zusammenhang mit allem Leben. Ja, nicht nur unter den Menschen, schon gleich gar nicht nur unter denen, die uns sympathisch sind, sondern in der gesamten Natur. Ich spreche deshalb auch lieber von ökosophischem Bewusstsein als ökologischem. Und das übernehme ich von meinem bereits zitierten Freund
und Lehrer Reimann Panika. Weil der Logos, das Ökologische, immer noch unterscheidet, immer noch trennt. Hier bin ich und hier ist die Natur. Und ich muss in der Natur irgendwie so handeln, dass sie mir nicht schädlich ist und umgekehrt. Nein, die Umwelt ist keine Umwelt, sondern ist Mitwelt. Schon an diesem sprachlichen kleinen Unterschied zeigt sich eine unterschiedliche Haltung. Der Logos trennt, die Sophia eint. Und deshalb ist diese ökosophische Erfahrung, wie mir scheint, so fundamental für unser Selbstverständnis. Ich wiederhole noch einmal das, was Siri Hastert sagte. Es ist unsere Interaktion mit anderen, die uns dazu befähigt, uns wahrzunehmen, als ob wir andere wären, von uns als selbst zu denken. Und der Begriff der Interaktion ist vielleicht auch hier noch nicht genug, noch nicht tief genug erfasst. Sondern ich möchte den Begriff aufnehmen, den Thich Nhat Hanh, der große vietnamesische spirituelle Meister, geprägt hat, nämlich Interbeing. Also das Dazwischensein, das Mitsein. Nicht nur die Handlung, die Interaktion ist es, sondern das Intersein. Was uns nicht nur zu Menschen macht, sondern zu Lebewesen. Das ist die Grundlage des Mitgefühls und die Grundlage aller weiterer Überlegungen, wie wir uns in der Welt verhalten dürfen oder wie nicht. Mitgefühl und Empathie. Sie wissen vielleicht, ich hatte erwartet, dass Tanja Singer heute hier ist, war, glaube ich, ursprünglich eingeladen oder angefragt. Sie unterscheidet mit guten Gründen zwischen Mitgefühl und Empathie. Und das ist in der heutigen Hirnforschung und der damit verbundenen Psychotherapie schon ein bisschen gang und gäbe geworden. Die Empathie ist etwas, was Empfindungen, Gedanken, Emotionen betrifft. Es geht darum, eine andere Person zu erkennen und zu verstehen. Dafür hat man herausgefunden, haben wir die sogenannten Spiegelneuronen. Das bedeutet, dass wir durch diese Fähigkeit, die in uns angelegt ist, biologisch, tatsächlich die Schmerzen und die Freuden anderer in denselben Hirnarealen abgebildet miterleben können, wie sie der andere hat. Daraus folgt eben eine kognitive Empathie. Ich erkenne, dass der andere ja, Spiegel meiner selbst ist und eine emotionale Empathie und natürlich auch eine soziale Empathie. Ich kann also mitvollziehen, wie ein anderer denkt und fühlt. Und wenn man das misst, wie man das heute in der Neurobiologie macht, dann kann man eben im Scanner feststellen, jemand, der diesen Schmerz direkt jetzt erlebt, als Schmerzimpuls über die Nerven vermittelt, hat dieselben Areale im Hirn stimuliert, wie einer, der sich, sagen wir, das jetzt in der Sprache, sich vorstellt, der also diese empathische Einfühlung hat. Mitgefühl bedeutet, in aller Distanz zu dem anderen, ganz bewusst und gezielt mit dem anderen, ja, ich möchte fast sagen, ein humanes Pas de deux zu tanzen. Also zu spüren, der andere reagiert auf mich, ich reagiere auf den anderen, ich lebe mich in den anderen ein, er lebt sich in mich ein und wir gestalten gemeinsam einen Raum und eine Zeit. Da ist noch etwas Aktiveres. Da ist ein Zuhören, ein auf den anderen und im anderen gegenwärtig sein. Da ich vorhin von der Musik sprach, von den beiden Mendelssohns, bin ich erinnert an ein Symposium, was wir vor einigen Jahren hatten am Rande der Salzburger Festspiele. Ich erzähle gern davon. Es war ein Symposium, was die Bertelsmann Stiftung organisiert hatte, interkultureller Dialog. Und wir waren da Kardinäle aus Rom und Lamas aus Indien und dies und das. Einer der Redner und Teilnehmer des Symposiums war der Dirigent und musikalische Leiter damals der Salzburger Festspiele, Daniel Barenboim. Und er sagte, wissen Sie, es ist ganz einfach, worum es hier geht, bei dem mitfühlenden Dialog, es ist wie in der Musik.
Im dialogischen Sprechen sprechen wir nacheinander. Sie sagen etwas oder im Moment sage ich etwas, bei Ihnen passiert irgendwas kognitiv und Sie sparen sich jetzt die Reaktion auf und reagieren dann später. Ja, wir kommen in einem Dialog, one after the other. Barenboim sagt, in der Musik ist das ganz anders. Während ich meinen Ton gestalte, als Geigerin oder Geiger oder Flötist oder was immer für dich ein Instrument spiele, muss ich auf die anderen hören. Und die Art und Weise, wie ich die anderen wahrnehme, prägt die Art und Weise, wie ich jetzt spiele. Das heißt, es ist eine Gleichzeitigkeit. Und das ist diese mitfühlende Situation. Ich kann meinen Ton nur geben, wenn ich gleichzeitig den anderen höre. Das ist der Inbegriff oder geradezu die Praxis, die notwendig ist, um Musik so zu spielen, dass sie mehr ist als irgendwie Abspielen von Noten. Das ist genauso, wenn wir miteinander tanzen. Sie kennen das vielleicht, ja, wenn Sie nicht gerade so sehr trainierte Tänzer sind, ein bisschen aufgeregt und zum ersten Mal, jetzt werden Sie aufgefordert, also Sie sollen tanzen und Sie fangen an. Ja, es geht nur in der Gleichzeitigkeit des Wahrnehmens und des Selbstgestaltens. Also noch einmal, Gleichzeitigkeit von Wahrnehmung des anderen und Selbstgestaltung des Lebens, von allem, was Sie sich denken können. Das ist Mitgefühl. Und das gründet in dieser fundamentalen Dimension der wechselseitigen Abhängigkeit aller Erscheinungen. In der indischen Tradition nennen, und jetzt ganz besonders in der buddhistischen Tradition, nennen wir das meistens die Karuna. Die Karuna. Und wir sagen dann meistens, naja, das ist Mitgefühl. Aber dieser Ausdruck ist ein bisschen gefühlsselig. Da ist etwas ganz Aktives drin. Das ist die aktive Gestaltung meines Lebens. Und da mein Leben immer verbunden ist mit anderen, ist es die aktive Gestaltung meines ganzen Lebensumfeldes. Karuna übersetze ich deshalb, ein bisschen umständlich, gebe ich zu, aber vielleicht erläuternd, als die heilende Hinwendung zu allen Wesen. Es ist etwas Aktives. Nicht einfach fühlen, sondern es ist eine heilende Hinwendung, ein Dabeisein, ein geradezu Drinsein mit und in dem anderen. Und genau dadurch, wie wir gesehen hatten, komme ich zu mir selbst. Man unterscheidet ja im Mahayana-Buddhismus gerne dieses Paar, Karuna und Prajna. Also hier Karuna und Prajna, sie sind voneinander abhängig. Prajna ist die Weisheit, da steckt Nya drin. In unseren europäischen Sprachen ist im Lateinischen, im Griechischen, der Gnosis, ja, die Erkenntnis steckt da drin. Das ist dasselbe Wort. Das ist die Weisheit, die Einsicht in diese Verbundenheit. Das ist die Einsicht, die ich vorhin beschworen hatte geradezu, dass die Pilze eben nicht einfach Pilze da als Fruchtkörper sind, sondern dass die tiefer, auf einer tieferen Ebene miteinander zusammenhängen. Und eine solche Einsicht ist natürlich nicht einfach, aha, so ist das also, sondern ist unglaublich berauschend. Ja, dieses Gefühl, das haben Sie alle schon gehabt, bin ich ganz sicher. Wenn ich auf dem Meditationskissen dann vielleicht am Meer oder bei einem Sonnenaufgang oder in einer Liebeserfahrung, in einer großartigen musikalischen Erfahrung. Aber dann ist das meistens nur für einen kurzen Moment und abhängig und dann ist es wieder vorbei. Wir gehen in unsere Alltagssituationen zurück und alles ist wieder grau, der Vorhang hat sich wieder zugeschoben. Meditationspraxis ist, den Vorhang immer ein bisschen weiter aufzuhalten. Das ist berauschend. Es ist eine unglaublich beglückende Erfahrung, dieses Schwingen des Lebens durch uns selbst zu erleben, wie wir das zum Beispiel in der Atemmeditation praktizieren oder wie wir das etwa beim Tanzen oder beim gemeinsamen Musizieren, gemeinsamen Singen und so weiter ja alle schon erlebt haben. Das ist das fundamentale Muster des Lebens. Ich möchte Ihnen vielleicht, habe ich es jetzt hier, einen kleinen Text dazu
vorlesen, der in der buddhistischen Tradition so großartig ist, wo diese Einheit aller Lebewesen in dem sogenannten Metta-Sutta, einem Grundtext der ganzen indischen Kulturen, besungen wird. Metta ist der Pali-Begriff für Sanskrit Maitri und heißt die Liebe. Oder wir übersetzen das mit Liebe. Es ist dieses tiefe, tiefe Erkennen und sich freuen, die Freude, Mudita, die gehört gleichzeitig mit dazu, an dieser Verbundenheit mit allem. Und dieser Text hier übersetzt vom ehrenwürdigen Jnanaponika ist wunderbar und wird dort in allen Theravada-Ländern täglich rezitiert. Und hier, wo wir Vipassana üben oder so, auch. Dies soll erwirken, wer des Heiles kundig und wer die Friedensstätte zu verstehen wünscht. Stark soll er sein und aufrecht. Aufrecht voll und ganz. Zugänglich sei er, sanft und ohne Hochmut. Genügsam sei er und leicht befriedigt, nicht viel geschäftig und bedürfnislos. Die Sinne still und klar der Verstand. Nicht dreist, nicht gierig geht er unter Menschen. Auch nicht im Kleinsten soll er sich vergehen, wofür ihn andere, Verständigere tadeln möchten. Sie mögen glücklich und voll Frieden sein, die Wesen. Alle. Glück erfüll ihr Herz. Was es an Lebewesen hier auch gibt, die Schwachen und die Starken, restlos alle, mit langgestrecktem Wuchs und groß an Körper, die mittelgroß und klein, die zart sind oder grob, die sichtbar sind und auch die Unsichtbaren, die ferne weilen und die nahe sind, Entstandene und die, die zum Dasein drängen, also die kommenden Generationen, die Wesen alle, Glück erfüll ihr Herz. Keiner soll den anderen hintergehen, weshalb auch immer. Keinen möge man verachten. Aus Ärger und aus feindlicher Gesinnung soll Übles man einander nimmer wünschen. Und jetzt kommt dieses große, großartige Bild. Wie eine Mutter ihren eigenen Sohn, ihr einzig Kind, mit ihrem Leben schützt. So möge man zu allen Lebewesen entfalten, ohne Schranken, seinen Geist. Voll Güte zu der ganzen Welt, entfalte ohne Schranken man den Geist, nach oben hin, nach unten, quer inmitten, von Herzensenge, Hass und Feindschaft frei. Ob stehend, gehend, sitzend oder liegend, wie immer man von Schlaffheit frei, diese Achtsamkeit soll man sich gründen. Als göttlich weilen gilt dies schon hienieden. In falscher Ansicht nicht befangen, ein Tugendhafter dem Erkenntnis eignet, die Gier nach Lüsten hat er überwunden und geht nicht ein mehr in den Mutterschoß. Das heißt, ein solcher, der so lebt, ist befreit, muss nicht wiedergeboren werden. Gut, das ist jetzt hier die indische Konnotation. Darauf wollen wir heute nicht eingehen. Wie eine Mutter ihren Sohn beschützt, und das war Schopenhauers Beispiel, was er auch gebracht hat und sagte, diese Liebe, die über das Ego hinausgeht, ist ein Zeichen dafür, wie alle Lebewesen miteinander verbunden sind und umgehen sollten. Ich sagte schon, dass daraus die Tonglen Tradition im tibetischen Buddhismus erwachsen ist mit dem gemeinsamen Atmen und dem gemeinsamen sich in den anderen hineinfühlen und zurückfühlen. Die Standardformel, die tibetische Buddhisten täglich rezitieren, ist die, dass sie sagen, alle Lebewesen sind im Kreislauf der Geburten einander Mutter und Kind gewesen. Und die Geschlechterverhältnisse tauschen sich ja auch dann im Laufe der Wiedergeburtsgeschichten. Also alle Lebewesen sind einmal
meine Mütter gewesen. Auch die, gerade die, mit denen ich jetzt überkreuzt bin. Die, die mir als größte Bösewichter erscheinen, männlich oder weiblich oder dies oder das, muss ich in der tieferen Perspektive betrachten als meine Mutter und entsprechend respektieren und diese Verbindung, ja, der Lebenseinheit wahrnehmen. Auch die größten Bösewichter der Geschichte sind hier nicht ausgeschlossen. Das machen wir uns deutlich, bitte. Ein Hitler, ein Stalin gehören hier mit dazu. Das ist schmerzhaft und kaum zu verstehen. Der Kindesmörder, der Kindermissbraucher, auch die sind hier dabei. Woher kommt dann diese negative, abgrenzende, missbrauchende, mordende Kraft im Menschen? Ist das alles, was wir bisher vorgetragen hatten, Illusion? Ist das schönes Gerede der Spirituellen, die sich's leisten können, vom alltäglichen Leben abzusehen und am Wochenende in ein Seminar zu gehen? Und nicht die alltäglichen Kämpfe in den Wohnungen, Fabriken, Straßen, Dschungeln, der Favelas oder auch der Großstädte in Indien oder auch in Europa oder Amerika zu erleben. Wir müssen uns diese Frage stellen: Was ist dieses Übel, wenn wir so viel von Liebe reden? Und woher kommt das? Ich möchte, bevor ich darauf eingehe, noch eine Überlegung anstellen, die mit der Anthropologie der Liebe zu tun hat. So wie wir Liebe im Allgemeinen gebrauchen. Bevor ich das tue, noch ein Blick, ich sagte vorhin schon, noch ein wenig weiter zurück in die europäische Geschichte. Wir hatten etwas aus dem Neuen Testament zitiert und ich hatte die Philosophen des 19. Jahrhunderts aufgerufen. Dazwischen ist natürlich viel. Dazwischen steht die ganze Entwicklung der christlichen Theologie. Wenn es so etwas gibt wie ein zentrales Symbol des Christentums, dann ist es die Trinität. Der dreieinige Gott, nicht? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn Sie in die Kirche gehen, ist das geradezu Inbegriff jedes Gebetes. Und auch die Psalmenrezitation wird nach alter liturgischer Tradition immer mit der Doxologie, der Ehregebung an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist gegeben. Ich kann jetzt im Detail nicht auf die sehr komplexe Vorstellung eingehen, die uns Christen ganz erheblich unterscheidet vom Judentum, vom Islam. Judentum und Islam betrachten das als Häresie. Wie kann man Gott vielfach denken? Gott ist die Einheit. Diese Vorstellung der Trinität ist der Versuch, übrigens in philosophischen Kategorien, dass die Trinitätslehre kommt aus der Philosophie, aus der griechischen Philosophie, aus dem Neuplatonismus, ist der Versuch, die göttliche Einheit, die Einheit der Welt, so wie wir sie vorhin, ich sage nochmal, beschworen hatten, angesichts der Vielheit unserer Erfahrung zu denken. Also unsere Erfahrung ist ja nun mal, da sitzen Männer, da sitzen Frauen, da sitzen welche mit dem Gesicht und da gibt es Schwarze und da gibt es Weiße und da gibt es Katzen und da gibt es Hunde und da gibt es dies und da gibt es das. Und die sind doch alle verschieden. Aber in diesem einen Leben miteinander verbunden. So wie wir es vorhin ausgedrückt haben, mit dem Bild des Weinstocks oder mit dem Bild der Atemverbundenheit oder wie auch immer. Und dies jetzt sozusagen in philosophisch-theologischen Kategorien auszuformulieren, das ist diese Trinitätslehre. Nun gab es einen ganz berühmten Denker, der lebte um 400 nach Christus, also am Ausgang der Antike, Augustinus. Er hat die ganze westliche Christenheit sehr stark geprägt. In verschiedener Art und Weise und in manchen Dingen vielleicht zum Besseren, in manchen zum Problematischen, will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber er hat ein Buch geschrieben,
Mit dem Titel De Trinitate. Also über die Trinität, über die Dreifaltigkeit. Und dort überlegt er, wie kann ich denn das ausdrücken, was ich hier ausdrücken will. Das, was ich gerade in meinen Worten versucht hatte. Und er sagt, die Vorstellung Vater, Sohn und Geist, drei verschiedene Individuen, geht völlig in die Irre. Personen, und jetzt müsste man den ganzen Personenbegriff, wie er in der Antike entwickelt wurde, natürlich referieren. Personen sind das nicht. Sondern es sind, und jetzt gebraucht er diesen Begriff, Relationen. Er sagt Relation. Das heißt Beziehungen. Da ist nicht Vater, Sohn und Geist und der eine sitzt hier und der andere da und hier, wie Sie das dann vielleicht in wunderbaren Bildern sehen, Ikonen von Rubjow oder anderen, sondern das sind Beziehungen, das sind Wechselverhältnisse. Das ist die Entstehung aller Dinge in wechselseitiger Abhängigkeit. So wie wir das als Formel, sehr tiefsinnige Formel, aus dem Buddhismus gelernt haben. Das ist dieses verbildlichte Vorstellen von der Trinität. Aber Augustinus sagt, naja, Relatio ist ein schwieriger Begriff. Und wenn ich Ihnen jetzt diese Texte vorlesen würde, würden Sie sagen, oh Gott, das ist mir zu abstrakt. Und genau das Gefühl hat Augustinus auch unser, zu einer Relation, zu einer Relatio kann ich nicht beten, kann ich mich schlecht emotional verhalten. Deshalb spreche ich lieber von Vater, Sohn und Geist. Wir sind in der Spätantike, dass da eine weibliche Figur fehlt, wollen wir jetzt mal auslassen. Aber das ist halt die Frage des Verhältnisses. Und in dieser Art und Weise hat man gedacht, hat man weiter empfunden. Und wenn Sie die christliche Frömmigkeitspraxis anschauen, die Praxis Pietatis über die Jahrhunderte, dann wird das auch deutlich, nicht nur bei Meister Eckhart und seinen Schülern, sondern auch bei den mehr emotional betonten. Die Frage, warum musste Gott denn sterben, also am Kreuz, Jesus, warum musste er sterben, ist auf zwei ganz unterschiedliche Art und Weisen beantwortet worden. Und zwar ungefähr zur selben Zeit, im 12., 11., 12. Jahrhundert. Die eine Antwort, warum Gott Mensch wurde, so heißt dieses Buch, Cura Deus Homo, von Anselm von Canterbury im 11. Jahrhundert, gibt die Antwort, naja, als Kompensation für unsere Sünden. Unsere Sünden als Menschheit sind so groß, und bitte, das lässt sich ja wohl nur nicht leugnen, wenn man die Geschichte anschaut, die Schlachtbank der menschlichen Geschichte, wie Hegel das nennt. Die Sünden sind so groß, die kann überhaupt kein Mensch kompensieren. Es muss eine Kompensation geben, wenn man es in Rechtsverhältnissen denkt, wie die das machten. Und dann kann Gott eigentlich nur sich selber kompensieren. Der andere, bisschen Gegenspieler, etwas später, ein paar Jahrzehnte später, als dieser Anselm von Canterbury, war einer, den Sie vielleicht aus einem anderen Kontext kennen, nämlich Abelard. Das ist der mit Heloise, der diese wunderbare Liebesbeziehung zu ihr hatte. Der sagt, in solchen Rechtsverhältnissen kann man die Welt nicht denken. Sondern dieses Leiden und Sterben hat mit Mitgefühl und Empathie zu tun. Denn wenn dieser unschuldige Mensch leidet, dann entwickeln wir ein solches Mitgefühl. Unsere besten Fähigkeiten kommen sozusagen heraus, dass wir erst dadurch, durch die Empathie, im Sinne, wie ich es vorhin gebraucht hatte, voll zu unserer Menschlichkeit erwachen. Das ist also ein pädagogisches Leiden, kein rechtliches. Da geht es also schon um Empathie. Um das Herausbringen unserer besten Fähigkeiten. Sie sind noch nicht entwickelt, aber sie sind ein Potenzial, was wir haben. Und das, ich hatte es Ihnen vorhin angedeutet, möchte ich doch deutlich machen an den Erfahrungsebenen der Liebe. Ich kann das jetzt nur ganz kurz machen, ich habe das ausführlich mal beschrieben. Sie können mich dazu dann fragen. Mir scheint, wir haben im Wesentlichen drei Formen oder Erfahrungsebenen von Liebe, die sich übrigens auch in der Architektur unserer Kathedralen abbilden. Man tritt ein durch den Bauchbereich,
kommt in den Herzbereich, das ist die Kathedrale, die Vierung, und geht vor zu den Kapitellen, zu dem Kopfbereich, ganz am Ende der Rundung der gotischen Kathedrale. Denken Sie an Chartres oder viele andere. Übrigens ist das jetzt nicht eine Fantasie von mir, sondern Leonardo da Vinci hat darauf aufmerksam gemacht und das beschrieben. Diese drei Ebenen entsprechen drei Erfahrungsebenen dessen, was wir meistens Liebe nennen. Das eine ist die geschlechtliche Attraktion im Bauchbereich. Wenn wir es in indischen Kategorien sagen, sind die unteren drei Chakras. Das ist die animalische Aufeinanderangewiesenheit der Geschlechter. Hier spielt es keine Rolle, ob ich eine personale Beziehung habe. Es ist der Sexus, es ist die reine Polarität männlicher, weiblicher Formen und Anziehungskräfte. Die nächste Ebene im Herzbereich ist die personale Ebene. Wir können das die präpersonale Ebene nennen. Und Sie haben viele in den Religionen, viele Gottesgestalten, ja, die das reine Geschlechtliche betonen. Ich könnte Ihnen viele Beispiele jetzt aus etwa indischen oder afrikanischen Kulturen dafür geben. Dann kommen wir in den Bereich der Vierung, also der Begegnung von Unterschiedlichen, die in einem zusammenschmelzen in diesem Personalen. Und Sie wissen, wie das ist, die meisten von uns haben davon eine Erfahrung, du bist es und nur du. Da ist eine Ausschließlichkeit in der personalen Wechselbeziehung. Und wenn wir total in Liebe sind und heiraten, dann ist dies ja meistens, jedenfalls zeitweise, die Haltung, in der wir da sind. Nur du. Du bist die Einzige. Und Sie brauchen nur die gesamte Liebeslyrik, nicht nur der europäischen Kultur, in allen Traditionen, die ich kenne, anzuschauen, dann erleben Sie dies. Das ist die personale Exklusivität. Und das ist eine Erfahrung der Liebe, die uns sozusagen in den Emotionen ganz auf einen anderen ausgerichtet sein lässt. Aber wie wir wissen, ist das nicht von Dauer. Weil die Welt eben anders ist. Sie ist eben nicht in Individuen kartografiert, sondern als eine Landschaft. Und viele von uns, die dann spüren, ach, das hört jetzt langsam auf oder das ist jetzt nicht das Einzige, fallen zurück in den präpersonalen Bereich und suchen sich einfach eine andere Beziehung oder irgendwas. Oder einen anderen spirituellen Weg oder dies oder das, aber wieder exklusiv. Und dann haben wir das, was Alexander am Anfang sagte, ja, ich weiß es und das ist meins und das ist das Einzige. Und alles andere ist, bestenfalls am Anfang der Dinge. Und dann kommen wir in diese Konkurrenzverhältnisse und dann tobt sich das Ego aus. Die Lösung ist eine andere. Die Lösung ist, von hier weiterzugehen in das, was wir das Transpersonale nennen können. Wo sich diese Liebe, die sozusagen durch die enge Wahrnehmung der Fixierung auf die eine andere Person, aus welchen Gründen auch immer, jetzt hindurchgeht zu einer Öffnung der Liebe zum ganzen Kosmos. Das ist der Reifungsschritt, nicht ein Schritt zurück. Die anderen Ebenen bleiben integriert. Die müssen wir überhaupt nicht abstoßen. Ja, das ist ja unsere Erfahrung, das führt meistens zu nichts, sondern nur zu Verdrängungen. Aber es geht um diese Öffnung. Und das ist die Realisierung der Einheit allen Lebens. Und diese Praxis des Durchgehens durch verschiedene Stadien der Liebe, man kann das auch jetzt anhand der Chakras beschreiben und wie auch immer, ist eine allgemein menschliche. Wir haben diese verschiedenen Ebenen und Lebensformen und, ich will mal sagen, Ausrichtungen in unserem Leben von einem ganz animalischen Verbundensein, animalisches schlecht, möchte ich nicht sagen, weil die Tiere haben auch diese Unterscheidungen in ihrem Gefühlsleben, in ihrer Gefühlswelt, von einer ganz fundamentalen, naturhaften Verbundenheit zu einer personalen Exklusivität. Und das muss nicht nur ein anderer Mensch sein, das kann eine eigene Sprache sein, das kann eine eigene Kunstform sein, das kann eine eigene Religionsform sein, eine eigene Praxisform sein, wo eine Exklusivität auftritt.
und dann zur transpersonalen Öffnung, in der dies wieder integriert wird in alle anderen Wege, auch wenn es jetzt nicht die sind, die ich unmittelbar verstehe und die ich selbst gehe. Die Schwierigkeit, und damit komme ich zum letzten Teil meiner Erwägungen, die Schwierigkeit tritt dort auf, wo wir mit den Mitteln und mit den Erfahrungen und den Begrenzungen der zweiten Ebene, dieser personalen Exklusivität, versuchen, in den transpersonalen Raum zu gelangen. Wo also das Ego und diese exklusive Beziehung nicht aufgehoben wird in einen weiteren Raum, sondern sich weiter austobt. Warum sind wir in so vielen spirituellen Gemeinschaften so egozentrisch? Man hat mir diese Frage gestellt, als ich versucht habe, diese 101 Fragen an den Buddhismus zu stellen. Warum sind in spirituellen Gemeinschaften so viele geradezu exzessiv egozentrische Individuen unterwegs und die sich gegenseitig auch bekämpfen? Auch da. Und zwar nicht erst heute, sozusagen unter dem ökonomischen Druck der spirituellen Zentren, sondern wenn wir in die christliche Tradition zurückschauen und etwa einen Bernhard von Clairvaux lesen, um nur ein Beispiel zu nennen, oder in die buddhistischen Traditionen zurückschauen und sehen, wie sich die Zen-Schulen gegenseitig schief angeschaut haben, ist das Mindeste, meistens enorm polemisiert haben, in Klammern die Übersetzungen, die wir heute bekommen, sind meistens sehr geglättet. Im Chinesischen, das sind ja meistens chinesische Texte, ist das viel rabiater. Aber auch wenn wir in andere Traditionen schauen, warum ist das so? Wie entsteht diese egozentrische Abkapselung? Und hier scheint mir tatsächlich die Analyse, die die buddhistischen Traditionen über die Jahrhunderte entwickelt haben, außerordentlich hilfreich zu sein. Das Ego hat seine Funktion auf einer bestimmten Ebene. Ja? Wir müssen sprechen, wir müssen einer bestimmten Sprache sprechen, wir müssen uns irgendwie organisieren, auch im Unterschied zu anderen, selbst definieren, sonst werden wir keine erwachsenen Persönlichkeiten. Ich will auf diese Individuation jetzt gar nicht im Einzelnen eingehen, das wissen Sie. Aber wenn wir dabei stehen bleiben und wenn wir dies gebrauchen, nicht um ich zu werden und eine eigenständige, freie Persönlichkeit, sondern abgegrenzt von anderen uns durchzusetzen, dann geht es schief. Und das geht immer dann schief, so die Analyse des Buddha, wenn wir versuchen, uns aus dem Zusammenhang herauszulösen. Das ist entwicklungsgeschichtlich, auch in der Individualentwicklung notwendig. In der Pubertät leisten wir das und grenzen uns ab. Und diese Abgrenzung ist notwendig und wo sie nicht geschieht, passiert eine psychische Defizienz später im Leben. Aber das ist ein Entwicklungsschritt. Und viele von uns bleiben in diesem Entwicklungsstreit-Henning und viele unserer sozialen Institutionen, einschließlich der religiösen und spirituellen, sind praktisch in der Pubertät hängen geblieben. Es geht um die Integration in einen weiteren Zusammenhang. Denn wenn ich das Ego, was sich abgrenzt, behaupten will und muss, muss ich es ständig neu füttern. Durch Gier. Und da das alle anderen auch machen, entsteht Frustration. Und auf Frustration reagieren wir mit Hass. Und so entsteht die ganze Gewalt psychischer Art, sozialer Art, politischer Art und vieler anderer Art, die wir seit Jahrtausenden erleben. Es hängt an unserer Unfähigkeit, wirklich in diese Erfahrung des tiefen Zusammenhangs allen Lebens hineinzukommen. Auf die Frage, wie geht man mit den negativen Emotionen wie Wut und Hass um, die man mir gestellt hatte, und ich darf mich jetzt selber zitieren, dann wird es kürzer.
schreibt, heißt es hier. Wut und Hass sind leidverursachende Emotionen, die sich vor allem aufgrund von Frustration und nicht erfülltem Begehren entwickeln. Wenn die ichhafte Gier nach Gütern, Anerkennung, Ruhm und so weiter überwunden wird, dann verschwinden auch Wut und Hass. Gier wiederum ist eine Folge der Unwissenheit, die darin besteht, das irrtümlich für real gehaltene Ich stabilisieren zu wollen. Einsicht und spirituelle Erfahrung der wesensmäßigen Verbundenheit und wechselseitigen Abhängigkeit ist also letztlich das Heilmittel gegen Wut und Hass. Die verschiedenen buddhistischen Schulen haben ganz konkrete Übungen zur Überwindung dieser Emotionen entwickelt. Dabei wird zwischen Wut und Hass genau unterschieden. Wut ist der Sanskrit-Begriff Krodha und Hass ist Vesha. Das sind zwei völlig verschiedene Begriffe. Wird also unterschieden. Die Merkmale und Empfindungen, die mit beiden Emotionen verbunden sind, werden genau differenziert. Wut ist eine spontane Reaktion. Hass ist ein zur Gewohnheit gewordener Zustand, der sich gegen bestimmte Menschen aufgrund negativer Erfahrungen richtet. Hass ist also Projektion und Vorurteil, unabhängig davon, wie sich die betreffenden Personen im Augenblick verhalten. Durch Hass wird die Wahrnehmung verblendet. Wut hingegen bricht spontan hervor. Der buddhistische Umgang damit ist zunächst die selbstbeobachtende Aufmerksamkeit. Die körperlich spürbare Wut, etwa durch Empfindungen aufsteigender Energie im Bauch oder Hals, muss so früh wie möglich wahrgenommen und erkannt werden, damit sie dann umgelenkt werden kann. Visualisierungen positiver Art sollen helfen, die Wut auszugleichen. Hass hingegen bedarf der mentalen Analyse. Es wird genau nach den Ursachen gefragt und die eigenen Anteile und Projektionen sowie der Auslöser für den Hass werden unterschieden. Und da gibt es eine ganz berühmte Geschichte, eine Zen-Geschichte, die kennen Sie bestimmt. Paul Reps hat die in seinem Buch. Sie ist überschrieben Die Pforten des Paradieses. Ein Soldat namens Nobushige kam zu Hakuin und fragte: Gibt es wirklich ein Paradies und eine Hölle? Wer bist du denn? Erkundigte sich Hakuin. Ich bin ein Samurai, antwortete der Krieger. Du, ein Soldat? Rief Hakuin. Welcher Herrscher mag dich wohl zur Schildwache haben? Dein Gesicht sieht aus wie das eines Bettlers. Nobushige wurde so wütend, dass er nach seinem Schwert griff. Aber Hakuin fuhr fort. So, du hast ein Schwert. Deine Waffe ist doch viel zu stumpf, um mir den Kopf abzuschlagen. Er wurde immer wütender. Als Nobushige sein Schwert zog, bemerkte Hakuin schließlich. Siehst du, hier öffnen sich die Pforten zur Hölle. Bei diesen Worten steckte der Samurai, der die Methode des Meisters erkannte, sein Schwert in die Scheide zurück und verneigte sich. Hier öffnen sich die Pforten des Paradieses, sagte Hakuin. Der Samurai war so erzogen, dass er nicht in Wut das Schwert ziehen darf, sondern er muss, und das ist das allererste, seine Emotionen beherrschen. Als er merkte, dass er wütend geworden war, hatte er seine Samurai-Ehre verwirkt und steckte das Schwert zurück. Diese Erkenntnis, so Hakuin, sei ein kleiner Spalt wenigstens der Öffnung zur Pforte des Paradieses. Ich möchte das, und das ist dann der Abschluss meiner Bemerkungen, unter einer allgemeineren Formulierungen noch einmal anders sagen.
nämlich unter dem Gegensatz, der uns ja im alltäglichen Leben, also selbstverständlich auch in spirituellen Bereichen, in spirituellen Zentren, manchmal fasziniert, manchmal aber auch bedrückt und oft erdrückt. Das ist die Konkurrenz. Alles Leben lebt auch von Konkurrenz. Evolution wäre undenkbar ohne diese Dynamik, ohne diese Triebkraft. Und diese Konkurrenz führt dazu, dass Lebewesen gegenseitig auch verletzen, sich verletzen. Und der Stärkere überlebt. Wir haben dieses Prinzip in unseren modernen Ökonomien geradezu zu dem Grundprinzip allen wirtschaftlichen Handelns gemacht, und das spiegelt sich dann natürlich wieder im Bildungssystem. Also fängt ja schon im Krippe und Kindergarten und so weiter an. Diese Konkurrenz, ich sage das eben, ist auch eine naturhafte Gegebenheit, so wie das gemeinsame Atmen und die Pilzsituation, von der ich vorhin sprach. Aber Konkurrenz funktioniert nur, solange die Rahmenbedingungen der Kooperation gegeben sind. Konkurrenz und Kooperation sind nicht Gegensätze auf derselben Ebene, sondern Konkurrenz ist eine Spielart, eine Form von Kooperation, die einen übergreifenden Rahmen bildet. Denn wenn ich meinen Gegner ausschalte, dann kann ich auch nicht mehr konkurrieren. Wenn das System so ist, dass der andere erdrückt wird, bleibt dann nicht mehr Gegenspieler im Wechselspiel lebendigen Austausch, sondern lebendiger Kräfte. Das trifft auf psychische Konstellationen genauso zu wie auf ökonomische. Das heißt, der umfassende Rahmen ist der der Kooperation, und das entspricht dem Zusammenhang aller Lebewesen, wie wir es durch diese Bilder der wechselseitigen Abhängigkeit des gemeinsamen Atmens mit allen Lebewesen, auch mit denen, die uns jetzt gefährlich sein können, nicht wahr, vorhin angedeutet hatten. Die Konkurrenz ist sozusagen ein Subsystem, was sich aber an die Regeln der Kooperation halten muss, um nicht selbst zugrunde zu gehen, um sich nicht selbst zu zerstören. Das kann man bis in die Virologie hinein verfolgen, meine Damen und Herren. Ein Kleinstlebewesen wie ein Bakterium oder Viren sind so an der Grenze zwischen Belebten und Nichtbelebten, wie wir das einzuteilen gewohnt sind, das sein Wirt zerstört, wird selbst nicht überlebensfähig sein. Deshalb, in weiteren Populationen gesprochen, zerstört es auch den Wirt nicht. Es ist ein ständiges Sich-Optimieren in wechselnden Umwelten. Die ganze Evolution beruht auf diesem Prinzip. Es entstehen dadurch, wir sagen emergieren, sind Emergenz, neue Formen und neue Zusammenhänge. Aber es bleibt immer im Rahmen der wechselseitigen Abhängigkeit aller Erscheinungen. Und wenn wir dies als, nicht nur als Bild, sondern als Grundprinzip der Wirklichkeit begreifen, und wir hatten das vorhin die Erfahrungsdynamik der Liebe genannt, dann ist uns klar, dass wir in Mitwelten leben und nicht wir hier sind und eine Umwelt um uns herum. Dann ist uns klar, dass diese Abhängigkeit von allem wechselseitig ist. Und Wechselseitigkeit bedeutet vor allem Respekt gegenüber dem jeweiligen partnerschaftlichen System, sei es jetzt der andere Mensch, sei es das Biotop, in dem ich mich bewege, sei es die Welt als Ganze. Mir scheint, dass auch unsere Emotionen in diesem Rahmen entwickelt und kultiviert werden können. Auch unsere Impulse zur Wut sind uns natürlich mitgegeben von der Evolution. Natürlich können wir wütend werden. Aber eingezügelt, eingehegt in den Rahmen, ja, der Neuöffnung zur Kooperation, auf die wir angewiesen sind. Es ist nicht eine Frage jetzt eines guten Verhaltens, sondern eine Frage eines vernünftigen Verhaltens. Weil wir erkennen, wir sind angewiesen. Dort,
wo die Konkurrenz zum alleinigen Prinzip wird, aufgrund dieser Ich-Verhaftung, die viele von uns haben, wo ich sagte, weil sie in der Entwicklung stecken geblieben sind, gewissen pubertären Verhalten, auch in sozialen Institutionen, auch in der gesamten Identitätsrhetorik, die wir dann entwickeln. Dort, wo das also noch nicht vollzogen ist, sind wir noch nicht reif geworden. Nun können Sie natürlich sagen, ja, und das ist meine letzte Bemerkung, dann schau doch mal in die Welt. Wer ist denn da reif? Das sind wenige und wir alle sind da auf dem Weg. Aber wir sind eben auf einem Weg. Und ich glaube, dass die Evolution des Menschen noch längst nicht abgeschlossen ist. Ken Wilber hat das mal so schön formuliert, Halbzeit der Evolution. Wir stecken mittendrin. Und es wird auch nicht im nächsten Jahr oder schon nicht oder in der nächsten Wahlperiode oder in den nächsten 100 Jahren entschieden, vielleicht in den nächsten 10.000 oder 100.000 Jahren. Aber der Mensch, der seine Fähigkeiten erkennt, der sozusagen die Plastizität seiner eigenen mentalen, emotionalen Fähigkeiten und sozialen Fähigkeiten erkennt, wird unter dem Druck der Verhältnisse, der ökologischen oder ich sagte vorhin ökosophischen Betrachtung der Dinge vielleicht reifen, vielleicht etwas schneller reifen. Bitte, die Krise, die wir durchleben, ist nicht durch eine Pandemie beschreibbar. Die Krise ist die Klimakrise, die Artenvielfaltskrise, die unsägliche Egozentrizität des Menschen, der menschlichen Spezies, die in Dummheit und Verblendung an die Wand rennt. Aber diese Dummheit wird eben nur aufgefangen werden können, wenn wir unsere tiefe Verbundenheit auf der tiefen Ebene des Zusammenseins und des wechselseitigen Miteinanderseins mit allen Lebewesen nicht nur erkennen, sondern erleben lernen. Es ist eine große pädagogische Aufgabe. Und ich nehme an, Sie alle wären nicht hier, wenn Sie die nicht sehen würden und sich ihr stellen würden. Und der letzte Satz ist, diese Aufgabe ist eine Dimension von Erleben, die Freude macht. Was wir hier lernen dürfen, diese Verbundenheit zu leben und in ganz alltäglichen kleinen Dingen zu erleben, das ist nicht ein ethischer Imperativ. Du musst und du musst dich jetzt einschränken und du musst, asketisch leben und freudlos irgendwie dich zurücknehmen. Nein, im Gegenteil. Das ist eine Erfahrung, die größte Lust bereitet, weil diese Empathie, von der wir ganz am Anfang des Vortrags sprachen, die Spiegelneuronen in uns angelegt sind, weil das unsere tiefsten Kräfte sind, weil das, und damit schließe ich, wie Siri Hustvedt es ausdrückt, es ist unsere Interaktion mit anderen, die uns dazu befähigt, uns wahrzunehmen, als ob wir andere wären. Von uns dann als selbst zu denken. Wir werden zu dem, was wir sind, nehmen Sie das Paradox wahr. Wir werden zu dem, was wir sind, indem wir durch die jeweils anderen werden. Das ist die Kraft der Liebe. Nicht als Idee, sondern als Erfahrungsraum.